Dutzende Jungen und junge Männer verschleppt, stundenlang gefoltert und schließlich kaltblütig ermordet. Das Töten erregt ihn. Der Mörder, ein machtgeiler Sadist, der nie genug bekommt. Er ist wie besessen. Manchmal tötet er zwei Menschen in derselben Nacht. Szenen aus einem Hollywood-Horror-Schocker. Dies ist eine wahre Horror-Story. Er war extremer als andere Killer. Er hat einen Privatfriedhof unter seinem Haus. Er war der echte Killer-Clown. Lange bevor Stephen Kings S und ähnliche Horrorstreifen ins Kino kamen. Chicago, Illinois. Norwood Park ist ein idyllischer Vorort, nur ein paar Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt. Im Jahr 1975 jobbt der 18-jährige Johnny Bukovic hier als Handwerker. Und mit seinem Arbeitgeber hat er noch eine Rechnung offen. Mit zwei Kumpels stattet Bukovic seinem Boss seinen Besuch ab. Der Firmenchef setzt auf junge, ungelernte Arbeiter, um Lohnkosten zu sparen, wenn er überhaupt bezahlt. Jetzt reicht Johnny. Machen Sie auf. Ich weiß, dass Sie da sind. Johnny! Geben Sie mir mein Geld. Jetzt sofort. Die beiden geraten in einen Streit. Es geht wild hin und her. Ich hab dein Geld. Es gab nur ein Buchungsproblem. Ach ja? Du hast es hier? Nein, nicht hier. Bukovic droht damit, seinen windigen Boss auffliegen zu lassen. Du hast absolut recht. Es tut mir so leid. Hör mal. Schließlich wird Johnny klar, der Streit an der Haustür bringt gar nichts. Ich zahle dir jeden Penny. Die jungen Männer ziehen ab. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Aber kurz nach der Stippvisite bei seinem Boss verschwindet Johnny Bukovic spurlos. Am nächsten Morgen befürchten die besorgten Eltern des Jungen das Schlimmste. Johnnys Vater findet das Auto seines Sohnes nur ein paar Blocks von zu Hause entfernt und der Schlüssel steckt noch. Johnny hatte ewig auf seinen geliebten Schlitten gespart. Niemals würde er den Wagen so stehen lassen. Polizei Chicago, Revier 14. Krank vor Sorge meldet Johnnys Vater bei der Polizei seinen Sohn als vermisst. Der Streifenbeamte Burkhardt inspiziert das Auto des Jungen. Der Schlüssel steckt. Und noch etwas macht den Ermittler stutzig. Der junge Mann hat sein Scheckbuch im Handschuhfach liegen lassen. Sein Portemonnaie liegt auf der Mittelkonsole, prall gefüllt mit Geld. Höchst verdächtig das Ganze, das ist klar. Aber trotzdem kein Beweis, dass hier ein Verbrechen passiert ist. Burkhardt schreibt erstmal einen Bericht. Wochen vergehen, aber keine Spur von Johnny. Die Eltern bleiben hartnäckig. Immer wieder ruft Vater Bukovic bei der Polizei an. Chicago, Revier 14. Er erzählt den Beamten vom Streit seines Sohnes über den nicht gezahlten Lohn. Johnny sei zu seinem Boss nach Hause gefahren und danach verschwunden, erinnert sich der Vater. Aber Johnnys Arbeitgeber gilt als respektabler Geschäftsmann. Ist ein beliebter und unbescholtener Bürger. Officer Burkhardt ruft ihn zur Sicherheit trotzdem an. Der Handwerker schildert, wie Johnny mit seinen Freunden bei ihm aufgekreuzt sei. Die beiden könnten bezeugen, dass der Junge dort wohlbehalten wieder wegfuhr. Wohin er fuhr, bleibt ein Rätsel.
In den folgenden 3 Jahren gibt es in Chicago noch mehr solcher Rätsel. Immer wieder verschwinden Jugendliche und junge Männer. Dutzende solcher Fälle bleiben ungelöst. In den 70er Jahren war das Trampen überaus beliebt. Es war normal, dass Leute kreuz und quer durchs Land reisten und niemand wusste, wo sie gerade waren. Deswegen war es schwer zu sagen, ob und wo jemandem möglicherweise etwas passiert ist. Man wusste einfach nicht, wo wer gerade unterwegs war. Für einen Serienkiller ist das Chicago der 70er Jahre das perfekte Jagdrevier. Die Straßen sind voller Jungs, die bereit sind, beim nächstbesten ins Auto zu steigen. Ganz grob gesagt gibt es Vorlieben für einen bestimmten Opfertyp. Die Täter suchen die Schwächsten aus. Leute, nach denen die Polizei nicht so schnell suchen wird. Prostituierte zum Beispiel sind ein leichtes Ziel. Junge Stricher, Ausreißer, aber auch Wanderarbeiter und Landstreicher, die nicht aus der Gegend sind und die keiner kennt. Sie sind besonders gefährdet. Kaum jemand sucht nach ihnen, wenn sie verschwinden. Drei Jahre nach Johnny Bukowitschs Verschwinden stürmt Jeffrey Rignall in ein Polizeirevier in Chicago. So ein Typ hat mich fast umgebracht. Der 26-Jährige ist verletzt und unter Schock. Die Beamten vermuten ein Verbrechen. Wo ist das passiert? Ich kam aus Williams Bar, da war dieser Typ in einer schwarzen Limousine. Rignalls Horrorstory beginnt 2 Tage vorher. Der junge Mann ist auf dem Heimweg, als ihm ein schwarzes Auto folgt. Hey! Hey! Der Fahrer bietet ihm einen Joint im Wagen an. Willst du kiffen? Der Mann sieht nett aus. Okay. Na dann. Rignall steigt ohne zu zögern ein. Cool. Dann mal los. Wenn man Serienkiller betrachtet, fällt auf, dass sie sich oft möglichst leichte, wehrlose Opfer aussuchen. Sie haben ein Gespür für ihre Opfer, ihre Wünsche und Bedürfnisse. Wenn jemand zum Beispiel auf der Suche nach Drogen ist, bieten sie ihm welche an. Dann müssen sie dafür sorgen, dass das Opfer alleine und wehrlos ist. Zum Beispiel in einem Auto. Der Fahrer stürzt sich auf Rignall und drückt ihm einen Lappen auf Mund und Nase. Eine süßliche Flüssigkeit sticht ihm in die Nase, wahrscheinlich Chloroform. Während der Fahrt wacht Rignall immer wieder auf. In seinem Dämmerzustand kann er schwach ein paar Straßenschilder und Laternen an der Autobahn erkennen. Dann drückt ihm sein Kidnapper wieder das Tuch aufs Gesicht und alles wird schwarz. Aber das Grauen hat noch gar nicht richtig begonnen. Als Rignall wieder zu Bewusstsein kommt, findet er sich im Haus des Killers wieder. Er liegt nackt auf einer Art Folterbank. Kopf und Hände sind in einer Art Joch gefesselt. Der Mann aus dem Auto beugt sich über ihn. Das Gesicht, das ihn vorhin noch so freundlich angelächelt hat, ist jetzt zu einem irren, sadistischen Grinsen verzerrt. In aller Seelenruhe hebt der Mann einen kurzen, stumpfen Gegenstand auf und schlägt zu. Bitte lächeln! Rignall wird ausgepeitscht, geprügelt und vergewaltigt. Immer und immer wieder. Stundenlang. Nicht weinen, hier, dann geht's dir besser. Von Zeit zu Zeit betäubt sein Peiniger ihn mit Chloroform. Und immer wieder erwacht er im selben Albtraum. Nach langen, qualvollen Stunden verliert der Vergewaltiger offenbar das Interesse an seinem Opfer. Er wirft Rignall in einem Park aus dem Auto. Bewusstlos, aber lebendig. Verletzt und unter Schock sucht der junge Mann Hilfe im nächsten Polizeirevier. Wie sieht er aus? Er ist ein Weißer. Die Beamten glauben Rignall.
Also bis jetzt weiß ich nur, dass er weiß ist und einen Schnurrbart hat. Aber ohne einen Namen, eine Adresse oder wenigstens eine genaue Täterbeschreibung können Sie nicht viel ausrichten. An ein Detail erinnert sich Rignall aber. Das Auto. Ein schwarzes Oldsmobile. Und dann flimmert ihm noch ein Autobahnausfahrtsschild vor Augen, das er während seiner chloroformumnebelten Fahrt gesehen hat. Schwache Hinweise. Das reicht den Beamten nicht, um ein Verfahren einzuleiten. Die Ermittler wissen, dass es um ein schwerwiegendes Verbrechen geht. Aber sie haben keinen Hinweis auf die Identität des Täters. Eigentlich haben sie nichts in der Hand. Jeffrey Rignall ist wütend und frustriert. Er beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er ermittelt auf eigene Faust. An der Ausfahrt, die im Dunkel im Gedächtnis geblieben ist, legt er sich auf die Lauer. Ein irrwitziger Plan. Hier fahren täglich tausende Autos lang. Und Rignall will diesen einen Wagen finden und den Fahrer zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich mich einfach irgendwo hinsetze und nichts über das Verhaltensmuster des Täters weiß, wie wahrscheinlich ist es wohl, genau dieses eine Auto zu finden? Nicht sehr wahrscheinlich. Die meisten Ermittler würden so etwas nicht mal in Erwägung ziehen. Aber Rignall denkt, das ist meine einzige Chance. Alles, was ich weiß, ist, wo der Mann mich geschnappt hat. Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen. Aus Wochen werden Monate und keine Spur von dem schwarzen Oldsmobile. Rignall will schon aufgeben. Und plötzlich Volltreffer. Rignall kann es kaum fassen. Es ist tatsächlich dasselbe Auto. Schnell nimmt er die Verfolgung auf, nach Nordwesten, in die Vorstadt. Die Jagd hat begonnen. Man kann vor Rignall nur den Hut ziehen. Was er durchgezogen hat, könnten die meisten Ermittlungsbehörden niemals leisten. Er hat monatelang auf der Lauer gelegen und tatsächlich das Auto gefunden, mit dem er verschleppt wurde. Rignall folgt dem Wagen heimlich bis nach Norwood Park. Die Fahrt endet in der Summerdale Avenue 8213. Rignall ist sich sicher, das ist das Haus, in dem er festgehalten und gefoltert wurde. Rignall notiert Nummernschild und Adresse und fährt zur Polizei. Jetzt haben die Ermittler einen Verdächtigen. John Wayne Gacy. Gacy ist ein bekannter Mann in der Nachbarschaft. Er gilt als guter Geschäftsmann und engagierter Bürger. Er hat eine Frau und zwei Stieftöchter. Er genießt einen Ruf als tüchtiger Unternehmer und guter Nachbar. Er ist politisch aktiv, sogar als Bezirksleiter. Das Gruselige an Tätern wie Gacy ist, dass sie sich nicht verstecken. Er fühlte sich in der Öffentlichkeit pudelwohl. Dadurch schien er über jeden Verdacht erhaben. Es gibt sogar ein Foto von ihm mit der First Lady Rosalynn Carter. Es ist eine gute Tarnung, vor aller Augen und doch unsichtbar. In seiner Freizeit gibt Gacy gern den Spaßvogel im Jolly Joker Clown Club. Geht's noch harmloser? Für Gacy gehört das zur Tarnung. Der Typ, den alle mögen. Wer sollte denn etwas gegen einen Clown haben? Er kann sich verkleiden und anmalen und im Kostüm eine andere Rolle spielen als sonst. Hallo Kinder, ich bin's, Pogo der Clown. In seinem selbst entworfenen Kostüm bespaßt Gacy als Pogo der Clown Kinder im Krankenhaus und auf Geburtstagspartys. Es hilft ihm, sich als der nette Typ von nebenan zu inszenieren. Die Leute denken, ach, ist er toll. Er ist so hilfsbereit und bringt die Kinder zum Lachen. Oh, ich freue mich schon so auf die ganzen Geburtstagsspäße mit euch.
3 Jahre zuvor, im Fall Johnny Bukowitsch, hatte die Polizei schon einmal bei Gacy angeklopft. Aber wegen seines guten Rufes und weil niemand ihn in Zusammenhang mit dem Verschwinden des jungen Mannes bringen konnte, strichen die Beamten ihn schnell von der Liste der Verdächtigen. Aber jetzt gibt es einen Zeugen. Jeff Rignall hat Gacys dunkle Seite erlebt. Aber niemand kann seine Aussage bestätigen. Deswegen steht als Delikt nur Körperverletzung im Raum. Dafür würde Gacy wahrscheinlich nur $100 Geldbuße bekommen. Warum stellen Sie nur Fragen und tun nichts? Rignall ist außer sich. Man darf nicht vergessen, dass zwischen der Tat und Gacys Festnahme Monate vergangen sind. Die Chance, handfeste Beweise zu finden, die entweder Rignalls oder Gacys Version stützen könnten, ist vorbei. Jetzt steht nur noch Aussage gegen Aussage. Das macht den Fall so kompliziert. Gacy wird schließlich wegen Körperverletzung festgenommen. Aber er muss nicht in Gewahrsam bleiben. Bis zur Verhandlung kommt er auf freien Fuß. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das wird bei vielen Delikten so gehandhabt. Gacy ist lange draußen und wartet auf den Prozess im Fall Rignall. Die Polizei verliert schnell wieder das Interesse an Gacy. Er ist ja nur wegen einer Bagatelle angeklagt. Privat steckt hinter der Pogo-Maske eine Monsterfratze. Aber für die Öffentlichkeit ist er ein treusorgender Familienvater und ein tragendes Mitglied der Gesellschaft. Seine Verdienste um das Wohl der Gemeinde machen ihn für die Polizei fast zum Helden. Sein Beschuldiger ist weniger beliebt. Jeff Rignall erzählt den Beamten offen, dass er bisexuell ist. In den 70er Jahren ein gefährliches Statement. In den Augen vieler ist er der Perverse. Polizei Chicago, Revier 14. Im Fall Johnny Bukowitsch geben die Eltern unterdessen immer noch keine Ruhe. Alle paar Wochen fragen sie bei der Polizei nach ihrem Jungen, der nach einem Streit mit seinem Boss Gacy vor 3 Jahren verschwunden ist. Geben Sie mir mein Geld, jetzt sofort. Das Bizarre ist, Johnny ist kein Einzelfall. Immer mehr Teenager werden in Chicago vermisst. Mindestens 19 junge Männer sind in den letzten Jahren verschwunden. Viele Fälle werden erst gar nicht gemeldet, aber wenn doch jemand zur Polizei geht, heißt es oft, das sind bloß Ausreißer. Zeugen gibt es nicht. Viele verschiedene Dienststellen sind mit den Fällen befasst. Die Chance, dass da jemand eine Verbindung entdeckt, ist fast gleich null. So etwas behindert die Strafverfolgung enorm. Die Fälle hängen zusammen, aber niemand kann die Verbindung sehen, weil die einzelnen Behörden nichts von den anderen Fällen wissen. Sie dürfen nicht vergessen, wir befinden uns in den 70ern, lange bevor es das Internet gibt oder computergestützte Datenverarbeitung, wie sie heute eingesetzt wird. Es gibt auch keine DNA-Analyse, keine sozialen Medien. Heute kann man über das Smartphone rausfinden, wo jemand steckt. Aber damals konnten Leute einfach verloren gehen, ohne irgendeine Spur, die den Ermittlern helfen könnte. Aber dann passiert etwas, das Licht ins Dunkel bringen könnte. Mein Sohn ist weg. 9 Monate nach Rignalls Entführung stürzt eine verzweifelte Mutter ins Polizeirevier von Des Plaines bei Chicago. Bitte, Sie müssen mir helfen. Elizabeth Peast sucht ihren Sohn Robert. Dass der 15-Jährige weggelaufen sein könnte, hält sie für ausgeschlossen. Robert sei ein musterhaftes Kind. Bitte, Sie müssen mir helfen. Robert Peast ist offenbar kein ausgerissener Teenager. Er hat ein enges Verhältnis zu seiner Familie, besonders zu seinen Eltern. Sie wissen immer, wann sie mit ihm rechnen dürfen. Wenn er nicht wie verabredet auftaucht, machen sie sich sofort Sorgen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? In der Drogerie, wo er arbeitet. Er verschwindet am Geburtstag seiner Mutter. Höchst untypisch für Robert, der seinen Eltern sehr nahe steht. Die Ermittler nehmen den Fall daher sehr ernst. Am frühen Abend will Mrs. Peast ihren Sohn von der Drogerie, in der er jobbt, abholen. Robert bittet sie, noch kurz zu warten. Ich muss ihn noch treffen. Wen? Er zahlt doppelt so viel wie in der Drogerie. Mit wem triffst du dich? Das ist wirklich gut. Mit wem triffst du dich? Es geht um einen neuen Aushilfsjob.
Robert will nur kurz mit dem vermeintlichen Arbeitgeber sprechen, aber er kommt nicht mehr zurück. Es ist der schlimmste Albtraum aller Eltern. Und Roberts Mutter weiß noch nicht, wie schrecklich dieser Albtraum noch werden wird. Roberts aktueller Chef weiß, wie der mysteriöse Mann heißt. Da war so ein Typ, der was von Regalen erzählt hat. Ist es ein Handwerker? Ja. Es ist John Gacy. Die Beamten auf dem Revier in Des Plaines nehmen Mrs. Peasts Geschichte sehr ernst. Er verschwand um die Ecke und kam nicht mehr wieder. Der leitende Kommissar Joe Cozensack ist auch aus persönlichen Gründen besorgt. Sein eigener Sohn ist auch im Teenageralter. Er besucht sogar dieselbe Highschool wie Robert Peast. Der Polizist kann sich lebhaft vorstellen, was Roberts Mutter gerade durchmachen muss. Es ist fast, als ob sein eigenes Kind verschwunden wäre. Und finden Sie diesen Gacy? Er hat Robbie zuletzt gesehen. Cozensack telefoniert die Polizeidienststellen in Chicago ab, um zu hören, ob etwas gegen diesen John Gacy vorliegt. Was er herausfindet, ist höchst alarmierend. Die Akten aus den verschiedenen Revieren zeigen, dass der Musterbürger John Wayne Gacy einiges auf dem Kerbholz hat. Und immer wieder geht es um Jungs und junge Männer. Wir wissen, dass vor allem Serienkiller eine Art Beuteschema haben. Sie suchen sich ihre Opfer nach einem Muster aus. Und wenn man sieht, dass es immer um ein bestimmtes Geschlecht oder Alter geht, müssen sich einem als Ermittler alle Nackenhaare aufstellen. Auch die Anzeige des 26-jährigen Jeffrey Rignall steht in der Akte. Das Verfahren in dem Fall läuft noch. Aber es gibt bereits ein Urteil von 1968 aus Iowa. 10 Jahre Haft für Unzucht mit einem 15-Jährigen. Das gleiche Alter wie Robert Peast. Gacy muss nur 18 Monate seiner Haftstrafe absitzen. Danach zieht er in den Bundesstaat Illinois und baut sich ein Saubermann-Image auf. Aber seine sadistischen Neigungen hinter der Fassade bleiben. Gacy weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist. Es ist ihm aber einfach egal. Er begeht die Straftaten, die ohne Konsequenzen bleiben, ganz bewusst, denn es bereitet ihm Vergnügen. Der Kripo-Beamte Cozensack ahnt, dass Robert Peast in großer Gefahr ist. Jede Sekunde zählt. Dass die ersten 48 Stunden bei einer Ermittlung entscheidend sein können, ist kein Klischee. Es geht um die Spurensicherung. Manche Spuren verfallen mit der Zeit, zum Beispiel biologische. Andere werden von Verdächtigen beseitigt. Deswegen müssen wir schnell sein. Es geht nicht nur um die Frage, wer es war. Man muss es auch beweisen können. Die Ermittler aus Des Plaines fahren zu Gacys Haus in der Summerdale Avenue. Sie wollen den Verdächtigen befragen. Und sie hoffen, dass Robert Peast noch im Haus ist. Lebendig. Mr. John Gacy? Ja. Aber Gacy scheint allein im Haus zu sein. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein. Gacy sagt, er habe Robert Peast nie getroffen. Sein Onkel sei gerade gestorben und er habe wirklich keine Zeit, um über irgendwelche ausgebüxten Teenies zu sprechen. Er müsse jetzt rein und seine Mutter trösten. Es passt vielleicht gerade schlecht, Sir, aber wir müssen ein paar Dinge klären. Joe Cozensack kauft Gacy die Geschichte mit dem toten Onkel nicht so recht ab. Sein Instinkt sagt ihm, ich muss Sie bitten, aufs Revier zu kommen. Da stimmt was nicht. Gacy verbirgt etwas. Ermittler suchen in allem nach Hinweisen, auch im Verhalten von Verdächtigen. Was und wie jemand etwas sagt zum Beispiel. Warum werden bestimmte Ausdrücke gewählt und andere vermieden? Das ist alles wichtig. Cozensack spürt, dass er jetzt und hier nicht mehr aus Gacy herausbekommen wird. Also bestellt er ihn für den Abend aufs Revier, um eine offizielle Aussage zu machen. Okay. Gacy passt das überhaupt nicht, aber er willigt ein. Dass ein Mann mit so einem Vorstrafenregister etwas mit dem Verschwinden von Robert Peast zu tun haben könnte, beunruhigt die Beamten sehr.
Aber noch hoffen sie, es gehe vielleicht nur um sexuelle Übergriffe, nicht um Mord. Robert könnte noch leben, aber die Uhr tickt. Cousinzack braucht einen Durchsuchungsbefehl, und zwar schnell. Das Problem ist, man braucht gute Gründe für einen Durchsuchungsbefehl, damit man überhaupt die nötigen Beweise finden kann. Aber wenn man mit leeren Händen und ein paar dürren Informationen vor der Tür steht, ist das schwer. Dieser Täter wird nie von alleine aufhören. Und als Ermittler fragt man sich, was kann ich jetzt tun, um ihn zu stoppen? Cousinzack schildert dem Staatsanwalt die Lage. Handfeste Beweise kann er kaum vorweisen, aber Gacys Vorstrafen in Verbindung mit der Zeugenaussage, dass Robert sich kurz vor seinem Verschwinden mit dem Verdächtigen treffen wollte, reichen für einen Durchsuchungsbeschluss. Hey Leute! Als Gacy ein paar Stunden später zum Verhör auf dem Revier erscheint, wirkt er ruhig und selbstsicher. Er ahnt nicht, dass er in eine Falle tappt. Er hält sich für unfehlbar. Die Polizei schnappt mich nie, denkt er. Ich bin einfach zu gut. So sieht er sich selbst. Und genau darüber stolpern Leute wie er oft. Cousinzack zeigt ihm den Durchsuchungsbefehl und verlangt seine Haus- und Autoschlüssel. Das können Sie nicht machen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Seine Reaktion verrät alles. Sie kriegen meine Schlüssel nicht. Ich kenne Ihren Chef, das wird Sie Ihren Kopf kosten. Offensichtlich hat er etwas zu verbergen. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Gacy ist ein wirklich cleverer Typ, aber er hat auch ein paar verstörende Züge. Er glaubt, dass er viel besser Bescheid weiß, als die Leute, die hinter ihm her sind. So verhält er sich zumindest. Er ist geradezu dreist, wie er seine Spuren offen liegen lässt. Er scheint sich absolut sicher zu fühlen. Während Gacy noch auf dem Revier ist, eilen Cousinzack und seine Leute zum Haus des Unternehmers. Los geht's! Dem Kripo-Beamten klopft das Herz bis zum Hals. Robert Peast ist seit fast 2 Tagen verschwunden. Bei einem Täter wie Gacy wäre es naiv zu glauben, dass dem 15-Jährigen nichts passiert ist. Cousinzack hofft trotzdem, dass der Junge noch lebt. Die Beamten durchsuchen jedes Zimmer und jeden Winkel des Hauses. Ermittler versuchen immer, aus Einzelteilen ein Gesamtbild zu konstruieren. Irgendwo gibt es vielleicht einen Hinweis auf eine Verbindung zum Opfer. Vor allem, wenn der Verdächtige hartnäckig leugnet, das Opfer zu kennen oder Kontakt gehabt zu haben. Jede banale Kleinigkeit kann die Lüge auffliegen lassen. Ein Schmuckstück, das dem Opfer gehört, oder seine Kleidung. Irgendetwas, das eine Verbindung beweist. Die Beamten finden schwulen Pornos und Sexspielzeug. Vernickelte Handschellen und ein bizarres Holzteil mit Aussparungen für die Hände an beiden Enden. Wie ein Joch, ein mittelalterliches Folterwerkzeug. Im Küchenabfall finden sie einen Fotoabholschein aus der Drogerie, in der Robert Peast gearbeitet hat. Suspekt ist auch, dass Gacy jede Menge Zeug im Haus hat, das ganz offensichtlich nicht ihm gehört. Zum Beispiel einen College-Ring mit den Initialen JAS. Unterwäsche, die für einen Mann seiner Statur viel zu klein ist, und eine blaue Kapuzenjacke. So eine hat Robert Peast getragen, als er verschwand. Während er den Wandschrank ausräumt, stößt Cousinzack auf noch etwas Verdächtiges. Eine Falltür, die in einen Raum unter dem Haus führt. Der Polizist hebt die Klappe vorsichtig an. Wird Robert hier gefangen gehalten? Oder verbirgt sich in dem Kellerkriechgang sogar noch Schlimmeres? Vielleicht ein Massengrab? Die Luft in diesem engen Verschlag ist dick und muffig, aber Staub und Dreck scheinen unberührt. Keine Spur von dem Jungen. Die Ermittler packen alle Beweisstücke ein und fahren zurück zum Revier.
Die Fundstücke alleine scheinen schon verdächtig genug, aber für einen Haftbefehl braucht Cozensack einen hieb- und stichfesten Beweis, dass Robert Peace bei Gacy war. Der Täter darf nicht einfach davonkommen. Sein Kripo-Team soll Gacy Tag und Nacht beschatten. Das ist interessant. Wenn ein Verdächtiger glaubt, ich kann mit dir spielen, weil ich viel schlauer bin als du, kann das ein Vorteil beim Beschatten sein. Denn vielleicht macht er etwas, gerade weil er weiß, dass er beobachtet wird. Hallo, kann ich bitte mit Carol sprechen? Cozensack wühlt sich unterdessen durch Gacys Vergangenheit. Es gibt da ein paar Fragen zu Ihrem Ex-Mann. Haben Sie ein paar Minuten? Gacys geschiedene Frau Carol hat tatsächlich ein paar interessante Details zu berichten. Als sie noch verheiratet waren, ging Gacy öfter aus, ohne zu sagen, wohin. Und als die Ehe kriselte, machte er sich nicht mehr die Mühe, seine sexuellen Neigungen zu verstecken. Er erzählte ihr sogar, auf welche Männer er stand. Carol erlebte immer wieder heftige Stimmungsschwankungen und Gewaltausbrüche bei Gacy. Aber als ihr klar wurde, welche sexuellen Vorlieben er hatte, änderte das alles. Okay. Carol berichtet dem Kommissar auch von Gacys ehemaligem Mitarbeiter Johnny Bukovic, der unter mysteriösen Umständen verschwand. Geben Sie mir mein Geld! Jetzt sofort! Die Polizei hatte Gacy damals dazu befragt, aber als Verdächtigen ausgeschlossen. Aber jetzt stinkt die Sache doch gewaltig. Immer mehr verschwundene Jungs werden mit Gacy in Verbindung gebracht. Hallo, Mrs. Peace. Hallo, guten Tag. Am Ende ist es Roberts Mutter, die der Polizei den entscheidenden Hinweis liefert. Robbie hatte so einen Abholschein. Sie erinnert sich, dass Roberts Kollegin in der Drogerie ihm einen Fotoabholschein in die Jackentasche gesteckt hatte. Cozensack ist elektrisiert. Auf dem Tisch mit den Beweismitteln lag doch so etwas. Tatsächlich. Der Fotozettel aus der Drogerie. Es ist genau der Beweis, den Cozensack so dringend braucht. Ein kurzer Anruf im Laden bestätigt den Verdacht. 36119. Stimmt das? Perfekt. Ich danke Ihnen. Die Ziffern auf dem Abholschein aus Gacys Mülleimer stimmen exakt mit dem Fotoauftrag im Laden überein. Gacy hat Robert angeblich nie getroffen. Aber der Zettel beweist das Gegenteil. Der Junge war in Gacys Haus. Cozensack ist sich jetzt sicher. John Wayne Gacy steckt hinter dem Verschwinden von Robert Peace und mehreren anderen jungen Männern. Aber ohne Leiche oder einen Beweis, dass Gacy dem Jungen etwas angetan hat, wird es wohl nichts mit einem zweiten Durchsuchungsbefehl. Aber dann kommt unerwartet Hilfe. Ausgerechnet durch Gacy selbst. Aus seiner Selbstsicherheit wird Übermut. Er bittet seine Verfolger sogar zu sich ins Haus. Wie dreist kann man sein? Das ist super riskant, aber er denkt, ich habe hier alles unter Kontrolle. Na dann. Zwischen den Ermittlern und Gacy entwickelt sich eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Er lädt sie zu sich ein, als ob er sagen wollte, ihr könnt mir gar nichts. Ich bin viel zu schlau für euch. Na Jungs, was kann ich für euch tun? Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Mr. Gacy. Ich habe nur einige Routinefragen zu ein paar vermissten Kindern. Vielleicht können Sie uns ja helfen. Es geht darum, Gründe für einen zweiten Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Noch habe ich nicht genug in der Hand, aber wenn du mich ins Haus lässt, werde ich schon einen Beweis finden. Irgendwas, das eine gründliche Durchsuchung rechtfertigt. Wie läuft das Geschäft? Oh, wie geschmiert. Ich habe inzwischen 15 Angestellte. Doch es bleibt natürlich kaum Zeit für meine Leidenschaft. Das Gespräch kommt schnell auf Gacys Hobby. Clowns. Ich trete bei Benefizveranstaltungen und Kindergeburtstagen auf, als Pogo der Clown. Dann zeigt Gacy mit einer kleinen Bemerkung den Beamten, wie abgebrüht er ist.
Clowns sind super, Herr Kommissar. Ein Clown kommt sogar mit einem Mord durch. Während der eine Beamte ihn weiter ins Gespräch verwickelt, entschuldigt sich der andere auf die Toilette. Als er spürt, springt plötzlich der Lüfter an. Ein strenger, süßlicher Geruch erfüllt den Raum. Der Gestank kommt offenbar von unter dem Haus. Es riecht wie in der Leichenhalle. Da muss einem Ermittler einfach das Blut in den Adern gefrieren. Ein grauenhafter Aha-Moment, in dem klar wird, aus der Lüftung hier stinkt es nach Tod. Als Kripo-Beamter kennt man den Geruch, selbst wenn man noch nie eine Leiche am Tatort gesehen hat, war man mit Sicherheit schon bei einer Autopsie. Und wer das einmal gerochen hat, vergisst es nie. Der Tod hat einen unverwechselbaren Geruch. Ernsthaft? Das ist der Durchbruch. Gacys Vorstrafen, seine Vorliebe für Jungs, die Fotoquittung aus der Drogerie und jetzt noch der Leichengeruch aus dem Keller. Alles zusammen reicht, um Gacys Haus komplett auf den Kopf zu stellen. Während sich die Schlinge um ihn herum zuzieht, ändert Gacy plötzlich sein Verhalten. Er wirkt fahrig und unberechenbar. Fährt betrunken Auto. An einer Tankstelle versucht er, einem völlig fremden Mann Drogen in die Hosentasche zu stecken. Alles vor den Augen der Beamten, die ihn beschatten. Er leidet an totaler Selbstüberschätzung. Ich glaube, er ist narzisstisch. Er denkt, mir kann keiner was. Die Polizei hat nichts gegen mich in der Hand. Bizarrerweise klicken die Handschellen am Ende nicht wegen der vermissten Jugendlichen. Muss das wirklich sein? Sondern wegen eines simplen Drogendelikts. Cozensack nutzt die Gunst der Stunde. Während Gacy in Gewahrsam ist, rücken die Ermittler mit dem zweiten Durchsuchungsbefehl an. Diesmal wissen sie genau, wo sie suchen müssen. Im Kriechkeller unter dem Haus. Hier geht es um eine vermisste Person. Und in diesem Fall suchen sie nach einer Leiche, denn aus dem Keller dringt Leichengeruch. Und sie befürchten, dass sie unter dem Haus einen Toten finden. Sie beginnen, in der festgestampften Erde zu graben. Und stoßen schnell auf das pure Grauen. Ein menschlicher Knochen. Und nicht nur einer. Je mehr sie graben, desto mehr finden sie. Hier liegt nicht nur eine Leiche im Keller, sondern Dutzende. Er hat einen Friedhof unter seinem Haus. Die meisten Leute, die so etwas in der Zeitung lesen, überfliegen den Artikel wahrscheinlich nur kurz. Aber man denkt nie an die Leute, die das mit eigenen Augen sehen mussten. Solche grauenvollen Tatorte, bei denen einem erst nach und nach das ganze Ausmaß des Verbrechens klar wird, das sind die schlimmsten Fälle. Die Ermittler müssen die ganzen Beweise sichten. Sie müssen die Leichen ausgraben und bergen. So etwas schüttelt man nicht so leicht wieder ab. Das verfolgt einen bis nach Hause. Es ist extrem schwierig, bei so einem Horror immer professionelle Distanz zu wahren. In seiner Arroganz fühlte sich Gacy anscheinend tatsächlich unantastbar. Er glaubte, dass er seine Opfer ruhig unter seinem eigenen Haus begraben kann. Obwohl er wusste, dass es extrem schwierig wird, wenn sie dort gefunden werden. Aber er dachte, dass er schlau genug wäre und die Polizei ihm sowieso niemals auf die Schliche kommen würde. Wenn er seine Opfer unter seinem Haus begräbt, hat er sie unter Kontrolle. Er weiß, wo sie sind und dass die Polizei sie noch nicht gefunden hat. Und so lange kann ihm praktisch nichts passieren.
Mr. Gacy? Cozenza konfrontiert den Serienkiller direkt mit den grauenhaften Funden. Wir haben mehrere Leichen gefunden. Er bekommt nur einen kalten Blick aus den Augen eines Psychopathen. Ein Merkmal von Psychopathen ist, dass sie absolut keine Reue zeigen und kein bisschen Mitgefühl für ihre Opfer haben. Es ist ihnen einfach egal. Ihnen geht es nur um ihre eigenen Bedürfnisse. Wenn sie Lust haben zu foltern, dann tun sie es. Jemanden zu töten, macht ihnen fast nichts aus. Der war nervig. Der hat verdient. Im Fall Gacy heißt das, obwohl die Polizei die ganzen Leichen unter seinem Haus gefunden hat, bleibt er völlig unbeeindruckt vom Ausmaß seiner Taten. Ich habe ihm den Seiltrick gezeigt. Wenn man nur die Hände nimmt, zappeln sie viel zu sehr. Gacy geht es nur um seine Befriedigung. Was das Opfer fühlt, ist egal. Es ist nur ein Werkzeug zu seiner Befriedigung. Und wenn er fertig ist, wirft er es weg, wie Müll. Einen jungen Mann mit Ätzkalk zu bestreuen und unter dem Haus zu verscharren, macht ihm genauso viel aus, wie einen Pappkarton zu entsorgen. Man macht eine Doppelschlaufe, steckt einen Stock hinein und dreht zu. Gacy gibt zu, dass er Robert Peace erdrosselt und seine Leiche von einer Brücke geworfen hat, wie Abfall. Da war ja kein Platz mehr unterm Haus. Für Serienkiller sind Menschen nichts als Objekte, die man benutzt, denen man wehtun darf. Sie verspüren überhaupt kein Mitgefühl, wie ein Raubtier. Ihnen geht es nur um sich selbst. Und weil sie nicht die geringste Empathie haben, können sie jemanden auf brutalste und abartigste Weise umbringen. Und kurz danach völlig entspannt sein, als wäre nichts gewesen. Sie sind festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Voller Abscheu erklärt Cozenza Gacy seine Rechte und nimmt ihn wegen Mordes fest. Gacys Mordserie sprengt jede Vorstellungskraft. Die Polizei findet 27 Leichen auf seinem Grundstück. 26 Opfer liegen im Kriechkeller unter dem Haus vergraben. Ein junger Mann ist unter der Garage einbetoniert. Es ist Johnny Bukovic, der nach seinem Streit mit Gacy 3 Jahre zuvor verschwunden war. Es geht um Besitz und Kontrolle. Selbst im Tod herrscht er noch über seine Opfer, denn sie sind immer bei ihm, direkt unter seinem Haus. Er weiß immer, wo sie sind. Das ist die ultimative Kontrolle. Es gibt noch mehr Opfer. Gacy sagt aus, dass einfach kein Platz mehr unter dem Haus war. Und das ganze Gebuddel, echt die Hölle für den Rücken. Deswegen hat er die Leichen einfach in den Fluss geschmissen. Er hatte erst überlegt, sie im Hof zu vergraben, aber das hätte vielleicht Probleme gegeben. Deswegen fing er an, die Leichen einfach zu entsorgen, indem er sie von der Brücke in den Fluss warf. Wie viele? Das weiß er nicht mehr. Und die Polizei hat immer noch keine Spur von Robert Peasts Leiche. Diese Vermisstenanzeige war der Beginn des ganzen Falls. Inzwischen suchte man natürlich nach einer Leiche. Sie suchten nach den sterblichen Überresten des vermissten Jungen. Im Lauf der nächsten Monate kann die Polizei 5 Leichen aus dem Wasser bergen. Schließlich finden sie auch die von Robert Peast. In einer grausigen Laune des Schicksals wird seine Leiche an einem Flussabschnitt angeschwemmt, wo er mit seinem Vater einst zum Paddeln war. Die traurige Gewissheit ist für die Hinterbliebenen und Joe Cozenza wichtig, um endlich abschließen zu können. Wenigstens wird Gacy mit seinen Verbrechen nicht davonkommen.
März 1980. Nach 5 Wochen Verhandlung und mehr als 100 Zeugenaussagen ziehen sich die Geschworenen im Gacy-Prozess zur Beratung zurück. Dass der Angeklagte ein Massenmörder ist, steht außer Frage. Aber war er auch zurechnungsfähig? Gacy hat die Morde gestanden. Es geht also nicht darum, ob er es war, sondern ob er geisteskrank ist. Kann er sich damit rechtfertigen und am Schluss seiner Strafe entgehen? Wenn man die Morde betrachtet, fällt auf, wie methodisch er vorging. Er folgt stets einem strengen Muster und nur, wenn er davon abweicht, wird es riskant. So jemand ist clever, nicht verrückt. Nur 2 Stunden später verkündet die Jury ihr Urteil. Wir befinden John Wayne Gacy für schuldig. Schuldig wegen Mordes in allen 33 Fällen. Das Faszinierende an Gacy und anderen Serienkillern ist, dass sie völlig unauffällig und unverdächtig waren, bis die Ermittler sich wirklich um sie kümmerten. Die Leute konnten sich das einfach nicht vorstellen. Echt? Der Typ? Den kenne ich doch. Ich habe mit ihm Geschäfte gemacht und Spenden gesammelt. Der kann das doch nicht gewesen sein. Das ist ein Schock. Bei so abscheulichen und verstörenden Mordserien wollen die Leute, dass sich das Grauen auch im Wesen und im Äußeren des Täters widerspiegelt. Wir wollen das Monster sehen, damit uns klar wird, so sieht ein Serienmörder aus. Aber so ist das nicht, so gut wie nie. Sie sind ja gerade deswegen so erfolgreich, weil sie aussehen wie du und ich. Sie sehen nicht aus wie ein Monster, sondern wie der nette Typ von nebenan. Niemand ahnt etwas von ihrem Doppelleben. Sie zeigen immer nur ihre unverdächtige, unauffällige Seite in der Öffentlichkeit. Deswegen sind die Talkshows nach solchen Fällen auch voll von Nachbarn und Kollegen, die sagen, er war so ein netter Mensch, hat immer freundlich gegrüßt, wenn er mit dem Hund ging und den Garten gepflegt hat. Das ist das Bild in der Öffentlichkeit. Die private Seite oder die Abgründe hinter der Fassade sehen wir nicht. Und das verstört die Leute. Sie wollen glauben, dass sie einen Serienkiller erkennen, wenn sie einen sehen. Aber das kann man nicht. Das Erfolgsrezept eines Serienmörders ist, dass er nach außen stinknormal wirkt. Kein Monster, sondern ein Mensch wie du und ich. Manche sind das genaue Gegenteil von dem, wie wir uns einen Serienmörder vorstellen. Ich empfehle die Exekution des Angeklagten. John Wayne Gacy, einer der berüchtigsten Serienmörder der US-Geschichte, wird zum Tode verurteilt. Selbst als sie ihm bei der Hinrichtung die Giftspritze gaben, hat er noch versucht, Kontrolle auszuüben. Er rief, leck mich am Arsch. Er glaubte, dass er immer noch die Regeln bestimmt. Diese Einstellung war typisch für ihn. Gacys abscheuliche Verbrechen, sein unstillbares Verlangen, Teenager und junge Männer zu töten, gepaart mit seiner bizarren Vorliebe für Clowns, hat das harmlose Image der bunt geschminkten Spaßmacher aus dem Zirkus verändert. Auch wenn Gacy offenbar nie in der Clownsmaske gemordet hat, als Fratze des Bösen hat er zahlreiche Nachahmer inspiriert. Ein böser Clown ist einfach gruselig. Und das ist Teil der Popkultur geworden. An Halloween sieht man die ganzen Horror-Clown-Kostüme. All das hat mit Gacy angefangen. Ein Massengrab voller vermisster Jungen. Sadistische Vergewaltigungen und Folter. Begangen von einem Mann, der verrückt nach Clowns war. Was klingt wie ein schlechter Horrorfilm, ist wirklich passiert. Es ist die wahre Geschichte von John Wayne Gacy, dem Killer-Clown.